Hallo. Sehr geehrte Investoren, mein Name ist Hanna Gansch und ich habe gemeinsam mit meinem Papa unsere Firma gegründet, die Engie Green Innovations GmbH, und möchte Ihnen heute unser Produkt, den Fräsinator, vorstellen. Der schaut am ersten Blick aus wie eine ganz normale Schneefräse, die man kennt. Also was ist so besonders dran? Das Besondere ist unsere innovative Technologie. Die hat eine besondere Bewegung und dadurch bekommen wir ein Getriebe mit einer mechanischen Schaufelbewegung, die einerseits sehr kraftvoll ist, aber gleichzeitig bis zu 60% Energie einspart. Dadurch kann der Fräsinator jegliches Schüttgut bewegen, wie zum Beispiel die Silage, Kompost, Hackgut, Mais, Sand und natürlich den Schnee. Das macht den Fräsinator zu einem Produkt mit einem revolutionären Antriebssystem, das es so auf dem Markt bisher nicht gibt. Was ist der Markt? Schüttgüter werden auf der ganzen Welt mit unterschiedlichen Maschinen bewegt. Das Hackgut mit einem Radlader, der Kompost mit einem Kompostwender, der Schnee mit einer Schneefräse. Der Fräsinator schafft das alles in einer Maschine. Er kann in jedem Schüttgutsegment mit dem Marktführer nicht nur mithalten, er ist auch noch günstiger und braucht weniger Energie bei gleichem Output. Er ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser der zukünftigen Landwirtschaft. Unser aktueller Stand, wir haben Produktionspartner, wir haben Vertriebspartner, wir haben Kaufzusagen, wir haben Kunden und potenzielle Interessenten. Und uns fehlt noch eine finanzielle Unterstützung zu unserem letzten Entwicklungsschritt. Das ist der Langzeittest und Hilfe. Der Langzeittest und Hilfe bei Verhandlungen mit unseren potenziellen Partnern. Und deshalb stehen wir heute da. Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Team unterstützen würden. Und unser Angebot liegt bei 300.000 Euro für 20% unseres Startups. Hanna, super Punktlandung. Habt ihr schon Umsätze oder irgendwas da? Nein, das ist ein Prototyp. Den gibt es nur einmal der Welt, weil wir zuerst die Langzeittests abschließen müssen, damit wir garantieren, dass die Maschine 1A ist und in Serienproduktion gehen kann. Was habt ihr investiert bis jetzt? Naja, 400.000 plus 4.000 Arbeitsstunden. Was, habt ihr ein Patent? Ja. Angemeldet, die schon Technologie erteilt? Ist angemeldet, ist schon erteilt. Und während unserer Entwicklung haben wir eine weitere Patentidee zum Patent angemeldet. Das ist gerade im Status Pending, also 1,5 Patente. Ihr seid eine GmbH? Ja. Wem, Papa und Ihnen, gehören die Anteile? Genau. Der Papa ist was? Mechaniker, Landwirt, Maschineningenieur? Der ist Unternehmer, er ist Tischler. Er ist ein Tischler? Ja. Aha, und wie kommt er auf die Idee? Wir sind da eigentlich durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe eigentlich ein Thema für meine Masterarbeit gesucht, weil die Technologie 60% Energie einspart in die andere Richtung. Und ich habe mir gedacht, für mein Umwelt- und Nachhaltigkeitsstudium kann sie in die andere Richtung mehr Energie ausbringen, zum Beispiel in einem Windrad. Und so sind wir dann in Berührung damit gekommen. Und die Fräse war schon so am Anfang der Entwicklung und das haben wir dann übernommen und haben gesagt, das ist so toll, das machen wir jetzt einfach. Aber zukünftig wollt ihr das Riesentrum da verkaufen oder was wollt ihr eigentlich verkaufen? Der Fräsinator soll unser erstes Produkt werden. Also die, mit dem Traktorteil? Nein, ohne Traktor. Nur das die Fräse. Aber fix fertig für den Traktor zu. Genau. Wo ist das dann an? Nicht nur für den Traktor, auch für einen Unimog, für einen Fasttrack. Also es ist diesen einen Prototyp. Optimiert von einer Studentin, gefördert von einem Tischlermeister. Ob das reicht? Das soll in Österreich bei Ihnen gefertigt werden? Der Prototyp ist bei uns gefertigt worden. Dann? Später, eine Fabrik. Danach sprecht ihr mit Partnern, habe ich verstanden. Genau, die Produktion, da haben wir schon einen Partner. Und der ist in Niederösterreich, hat einen großen Namen, steht für Qualität und produziert andere Landmaschinen. So, und der produziert im Prinzip diesen Ausleger samt dem unten angebrachten, sich drehenden Werkzeug. Mit dem Getriebe, ja. Also die ganze Wertschöpfung soll in Österreich bleiben. Also, dass man es sozusagen an den Unimog, an den Traktor ankoppeln kann, so wie eine Ecke oder wie einen Pflug oder wie ein anderes Gerät. Ja? Genau. Mit einer Zapfwelle. So ist es zu verstehen. Mit einer Zapfwelle, ja. Front oder hinten, ganz egal. Was von beiden Seiten. Also, in Wahrheit ist de facto geht es jetzt darum, dem neuen Partner zu beweisen, das funktioniert. Und dann wird er fertigen. Warum macht er den Verkauf auch noch selber? Warum soll das nicht der Partner auch gleich machen?
Kann er natürlich auch machen. Ja. Wir hätten nur andere Vertriebspartner auch. Es ist so, dass es viele verschiedene Schüttgüter bearbeiten kann, dieses Gerät, das gibt es so nicht. Es gibt Schneefräsen, die fräsen in Schnee. Und für alles andere... Ja. Ich habe ja Bestellungen oder wie hast du da gesagt? Es gibt einige, die sagen, okay passt, wann können wir es kaufen? Wann ist es soweit? Einige sind jetzt sozusagen. Also das sind, wir machen eigentlich keine aktive Werbung bis jetzt. Wir haben ein paar YouTube-Videos und der Landwirt, das ist ein großes Landwirtschaftsmagazin, die haben ein Live-Video mit uns gedreht, das hat über 80.000 Klicks, da war das Interesse sehr groß. Und die einigen, die sich halt immer wieder melden, wenn wir in einer Zeitung einen kleinen Bericht haben, das sind 5 bis 10 fixe Zuschauer. Bitte. Okay. So, Sie sind das, die Frau... Hanna Gantsch. Hat der Baumeister schon genug gehört? Sein Einstieg in die Baubranche begann überraschend. Ich bin ja auch noch für sich ein gelernter Steuerberater und das wäre ja auch mein Berufswunsch gewesen. Dann ist mein Schwiegervater 74 sehr überraschend gestorben. Und da musste ich mich entscheiden, was ich jetzt tue. Und da habe ich mich eben dafür entschieden und werde Bauunternehmer. Vom Bauen habe ich natürlich keine Ahnung gehabt. Es gibt keinen Unternehmer, der es geschafft hätte, wenn er nicht seine guten Leute gehabt hätte. Und ich habe immer gewusst, dass ich eine zwar wichtige, aber eben nur eine Rolle spiele, damit etwas entstehen kann. Als Baumeister kann er sicher einschätzen, ob die 300.000 Euro für den Fräsenator berechtigt sind oder nicht. Kommt da schon ein erstes Angebot oder doch eine frühe Absage? Frau Gantsch, 300.000 für 26%. Für 20% habe ich eigentlich gesagt. Nein, es ist das Angebot. Ist das Angebot? Es geht schnell, wenn Hafensteiner. Jetzt schon? Ich habe gerade ein Angebot gelegt. 25% und eine Stimme. Ich habe aber noch gar nicht... Alle Vorteile erzählt. Nice. Was? Das ist genügt, es genügt mir. Okay. Das ist aber cool, oder? Wenn du Papa geschickt hast, hätte er noch nicht investiert. Das sage ich auch. Also, das ging aber schnell, wir haben oder? Die auch nicht erwartet. Gell? Wenn jetzt irgendwo fräsen oder so und dann kommt so eine hübsche Dame rein. Sehr gut. Der Plan ist aufgegangen. Wissen wir schon, was das Ding kosten soll, der Fräsenator, um nicht ihm zu sagen. Das ist übrigens ein super Name. Ja. Das ist vollkommen. Danke. Bitte. Im Marketing abgeschlossen. Das Marketing könnt's überbieten oder, ja, oder schweigen. Nicht überbieten. Aber wie cool, dass es eigentlich wirklich ist, wissen Sie noch gar nicht. Wir haben ja noch andere Produkte in der Pipeline. Nein. Aber okay, ich bin nicht ruhig. Es ist ganz, ganz einfach. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Ja. Und vorausgesetzt natürlich immer das Patent halte, das wird geprüft und so weiter. Aber wenn das Patent hält, dann ist das eine anständige Erfindung. Die hat einen gewissen Markt, der ist definiert. Und damit ist die Sache erledigt. Und wenn Sie sagen, jawohl, ich suche einen Partner, dann werden Sie mich auf Augenhöhe, wenigstens nicht auf Augenhöhe, aber wenigstens als qualifizierten Minderheitsgesellschafter nicht nur akzeptieren, sondern hoffentlich dann auch zu schätzen wissen. Hoffentlich. Okay. Wäre ein perfekter Partner für uns. Ich werde mich auf jeden Fall sehr bemühen. Und damit sind wir schon beieinander. Ne? Doch hat Hans-Peter Haselsteiner die Rechnung etwa ohne den Wirt gemacht? Ein so rasch gestelltes Angebot kam von ihm bisher noch nie. Da klingeln bei dem Erfolgswinzer Leo Hillinger die Alarmglocken. Auch ihr wettert das große Geschäft. Kommt noch ein höheres Angebot? Da kann keiner mit. Das ist die geballte Macht. Da kann man sich nur ehrfürchtig zurücksetzen und sagen, ich bin draußen. Also ich kann nur sagen, das Angebot annehmen, das ist wahrscheinlich das Beste und am schnellsten, wie Sie zu dem Investment kommen.
Ich finde es ganz cool. Ich finde es eine ganz tolle Sache. Danke. Ein neuer Rekord. Ein neuer Rekord. Bei 2 Minuten, 2 Millionen. In 5 Minuten ein Investment aufgestellt mit einer Idee, die mich verblüfft. Und sicher wird Dr. Hadelstein nicht gelingen, mit seiner unendlichen Anzahl von Baumaschinen und Kontakten in diese Richtung. Sie bombiger Auftritt, sympathisch, kompetent, das Produkt passt. Also wirklich ein Investment, wo man gleich zuschlagen müsste. Mir passt es nicht 100% rein, aber ich glaube, das Angebot liegt da. Der Hadelstein ist auch der Richtige. Und kann man nur sagen, sofort zuschlagen oder gerne auch noch mal kurz beraten. Aber ich glaube, wir haben uns schon beraten über eventuelle Situationen. Ich habe schon eingerechnet, gell? Und wir haben gesagt, auf 25+1 wird man raufgehen. Auf den Herrn Haselsteiner haben wir sogar gehofft. Also ich bin sehr zufrieden mit und bedanke mich sehr herzlich. Super, schnell gegangen. Bravo. Der schnellste Deal ever. Super. Schöne Grüße den Papa. Richtig auch. Und das hat er gut gemacht. Aber die Idee kommt ja von Ihnen. Theoretisch, ja. Bravo. Super. Danke. Ja, also ich hoffe, das werden wir da natürlich... Ne? Werden wir nur besprechen. Okay, alles Gute. Super. Ciao. Danke sehr. Bravo, gut gemacht. Super. Tschüss, danke. Tschüss. Wahnsinn. Wahnsinn, cool. Oder? Was super. Weiß Dr. Hasel, was wir nicht wissen hier? Ich habe keine Ahnung. Aber er hat Mut und das nötige Kapital. Mit Hans-Peter Haselsteines Investment und seinem Netzwerk wird der Fresenator wohl zu einem internationalen Riesenerfolg werden. Für die leidenschaftliche Unternehmerfamilie und ihre Partner konnte es nicht besser laufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in 5 Minuten aufwache und das alles nur geträumt habe, weil das ist einfach unglaublich. Ich bin so erleichtert, das ist ein Felsen, der von meinem Herzen fällt. Und super. Sie so lieb, ich habe ja noch was, ich hätte noch was. Passt schon, take the money and run. Aber alles ist klar, ja, wenn du, ich meine, jeder Bauer, ja, hat das Thema. Ja. Und jeder Bauer hat einen Traktor, wo du das hinten drauf setzen kannst. Genau. Und das ist jetzt, das sehe ich von Weitem, das ist nicht teuer. Nein, ist nicht teuer. Ja? Und jetzt geht's weiter mit unserem Projekt. Und das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt.